Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin in meiner Wichtigkeit der Ruhe. Also das letzte Ende war das beste Ende. So. Dann machen wir doch so und so. Das nehmen wir uns hier mit. Einmal hier dran lang. Dann machen wir nämlich so. So. War das noch bei den Kühen reinkriegen? Ja, eigentlich ziemlich gut, ne? Kann man eigentlich sehen, wie viel da noch reingeht? Kannst du schon mal ausmachen, danke schön. Das auch, danke. Ich denke 2000 oder so, ne? Ja, wir probieren es einmal. Scheiß einen drauf. Ändern kann ich sowieso nicht. Überall Mais und so noch, ne? Hier die Wiese, die könnte man ja auch nehmen. Hier vier, ne? Einfach noch so eine kleine Wiese nebenbei. Mal schauen, was ich mache. Mag diesen Hof einfach. Bis hier hinfahren. Das müsste gehen. Jawohl. Was ist alles reingegangen? Wie gut ist das denn? Ja. Aber zwei volle Hänger sind noch drinne. Dann ja wieder 64.000. Also, das ist echt viel. Oh, so sieht man gar nichts. Oh. Upsa. Gertrude, ich hab wieder deine Trevika, wo die Feinde. Ich glaube grün, ne? Das müsste kalt gewesen sein. Ich muss mal gerade gucken. Ne, das war kalt. Das ist schwarz, dann das. So. Wunderbar. Bam, 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 bam.
Aber wie gehabt, düngen tue ich immer von außen, weil ich es persönlich einfach viel besser finde. So sieht das schon mal ziemlich nice aus. Dann düngen wir die. Dann sollten wir 100% Dünger auf dem Feld drauf haben. Mal gucken, wenn wir noch ein, zwei Aufträge oder so dann, ne? Kommen wir noch einen Auftrag finden, wo wir vielleicht ein bisschen Kohle wirklich mit rausscheffeln können. Wäre ja auch mal ziemlich nice, ne? Klar spiele ich nicht gerne im Dunkeln, aber wenn wir einen Auftrag kriegen, wo ich wirklich mal ein bisschen was rausscheffeln kann. Müssen wir gleich mal drauf achten. Aber erstmal das Wichtigste jetzt hier fertig machen, dass wir unsere Ernte und unser Gedöns hier weiterhin läuft. So ein Traum wäre ja auch noch hier Feld 9 oder irgendwas noch damit zuzukaufen. Das wäre ja auch noch ziemlich nice, ne? Dass wir wirklich uns erstmal vergrößern, um wirklich Nebenkosten oder ja den meisten Profit pro Tag aus der Landwirtschaft herausholen. Weil die Kühe sind zwar auch eine Einnahmequelle, aber mal gucken. Ja, und dann wollen wir ja gucken, ob es um 0 Uhr Milch abgeholt wird, weil uns ja jetzt erst das Grundstück gehört von dem Hof. Und ja, das konnten wir ja vorher noch gar nicht feststellen. Oder ob die Milch, oder ob wir die Milch selbst verkaufen müssen. Was mir natürlich auch gut gefallen würde, weil dann hast du immer die Milch als Bestpreis verkaufen kannst, ne? Statt wenn die Milch AG oder die Milch Genossenschaft kommt und die Milch dann abholt. Tja. Wunderbar. Das hätten wir dann auch. Dann haben wir noch das rechte Feld. Und dann müssen wir noch das andere auch noch machen. Es läuft aber. Dünger sollte auf jeden Fall ausreichen. Aber das ist dann ja auch bald vorbei, ne? Das war dann hier nur mit Dünger fahren. Dann fahren wir noch Mist drauf und Gülle. Oh, das wird auch mega gut. Das freut mich dann auch noch richtig, ne? Man einfach tausende mehr Arbeitsschritte hat, als man eigentlich machen könnte. Man könnte alles viel schneller machen, aber nö. Warum? Es geht nicht immer darum, schnell, schnell, Geld, Geld, fertig werden. Das ist so. Soll man das wirklich sagen? So nicht meiner Natur getreu. Alles selbst herausfinden. Immer mehr, immer mehr.
Dann fahren wir zurück über den Hof, würde ich sagen. Dann sind wir schneller. Hier gleich. So rechts. Und dann fahren wir noch zum anderen Feld. Dann haben wir das auch schon erledigt. Plup, plups. Ah, es sind 36 Grad draußen gewesen. Ja, mal ein bisschen die Kuhstall auch, ne? Gehen da drin ja kaputt. Ja. Jetzt hat man gleich hier ein Stück Fleisch schon im Stall stehen. Wisst ihr, wie ich das meine so? Ja. Und zack. Gib ihn. Man ja sagen muss, heute ist so ein Tag, wo ich aufnehme, wo man es echt mal wieder aushält, ne? Es läuft eigentlich gleich das Wasser in eine Arschritze so. Das ist ja, eck mich einfach an die Füße, wirklich ohne Scheiß. Das war ja Wahnsinn, was die letzten Tage, also letzte Woche so war. Also, hat man keinen Bock auch nicht zum Computerspielen. Und eigentlich bin ich jemand, der sich da gar nicht so dran stören lässt, wenn ich dann abends von Rechner gehe und ein bisschen zocken will oder so. Mache ich das halt einfach. Aber das war schon unter aller Sau. Das muss ich ganz klar sagen. Das hat keinen Bock gemacht. Gar keinen Bock. Was soll man auch dagegen tun, ne? So. Blub, 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 blub. Über den Berg und dann hier. So haben wir. Was an LS einfach das Schönste der Welt ist. Dieses absolut geschillte Spielen. Ja, deswegen liebe ich zur Zeit TFT. Ja. Team TFT. Von LOL. Ja. Macht mega viel Spaß. Ja, weißt du, welches die Meta sind, dann ist es so, naja, aber du kannst einfach anmachen, du drückst auf Match finden, du gehst in ein Match rein und dir ist einfach alles so scheißegal. Wisst ihr, was ich meine? Ich verliere, ich spiele die ganze Zeit nur Wank. In Gold, irgendwas mit Gold, glaube ich. Und ich gehe nicht jeden Tag spielen, wohl bemerkt, ne? Immer mal wieder so ein... Oh, das war richtig doof. Immer wieder mal nur so ein paar Runden. Das heißt, was ich habe, ich kann nicht so 50 Runden am Stück spielen, sage ich jetzt einfach mal. Das kann ich da nicht, aber das macht schon Spaß, ne? Ja. Wenn da oben irgendwelche Kiddies im Chat schreiben und rumflamen, dann gehe ich einfach bei und denke mir meinen Teil und denke, ja, dann mach dir doch mal Gedanken ab, wann du auf Level 5 gehst, wann du auf Level 6 gehst und geschweige irgendwas. Wenn du lange spielst, kommst du auf jeden Fall auf Level 9. Also ich komme fast jedes Match auf Level 9. Also daher. So. Das haben wir auch. Eigentlich sind wir... Muss ich gerade überlegen, Leute. Haben wir alles soweit erledigt? Ich denke schon. Das nächste wäre dann wirklich hier
3,9. Was müssen wir hier? Kartoffeln. Also Feld 18 gibt zwar 11.334. Welches Feld war das? 18. Wir müssen zwar zu deiner eigenen Ausrüstung, du kannst sie auch mieten. Belohnung aber 558. Okay, wird abgezogen. Kriege zwei Treckers und noch irgendwas. Keine Ahnung, was ich bekomme noch. Ich denke, ein Hänger und ein Gewicht, denke ich. Feld 18 ist. Das ist, Alter, da mit dem Ding. Ja, schon Bock, ne? Aber das, boah, Leute, wisst ihr, wie lange ich dafür brauche? Ich weiß es nicht. Ja, wir machen Feld 1. Ich muss mal überlegen, fahren wir so hoch mit dem? Eigentlich dürfte uns da keine Fahrzeuge entgegen. Ups, aber ja, mal gemacht. Wenn ich jetzt hier querfeld ein, da oben auf die Straße, eigentlich dürfte uns da nichts entgegenkommen. Fahren wir ohne Hänger. Da sage auch erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.